Ja, dann werde ich doch jetzt mal da hinten weitergehen. Und ich hoffe, ich bekomme noch mehr von diesen Karten. Am besten diese Feuerkarten. Keine Spinnen. Spinnen möchte ich nicht so gerne. Also hier kam ich gerade raus, ja? Die Tür war hart verriegelt. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Gegner. Was ist das? Kann man da rein? Jetzt im Laden Hof Westen. Oh, da ist jemand. Hofwache? Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Nein, nein. Jetzt renne ich mal direkt hier drauf zu. Hallo? Hey, bleib hier. Kleines Mädchen, bleib doch hier. Ich will dir nichts Böses. Brauchst du die Tür nicht zumachen. Was liegt da? Ayakos Brief. Brief von Lady Fujiwara an ihre Tochter. Viele gelesen. Gut, dann lese ich den jetzt auch nochmal, wenn der schon viel gelesen ist. Liebe Ayako, ich gehe zum Tempel, weil der Hof in Gefahr ist. Wenn es dort sicher ist, komme ich dich holen. Öffne die Tür nicht, bis ich dir die Zeichenglocke läute. Wenn ich in 10 Tagen nicht zurück bin, sammle die Holzscheiben und Spieße ein und bringe sie zum Tempel. Holzscheiben, Spieße. Gut. Da ist eine Kinderpuppe. Sieht aus, als wäre viel mit ihr gespielt worden. Was haben wir hier? Gar nichts. Dann nehme ich das noch mit. Zauberspruchkarte Hibari. Kleine Feuerpfeile. Oh, das ist gut. 19 Stück haben wir jetzt. Die Tür geht nicht auf. Wie kann man sie öffnen? Eintreten! Eintreten! Feuerbälle dran schießen. Nein, natürlich nicht. Dann verballere ich die doch ganz sinnlos. Oh, hier sieht's dunkel aus. Naja, wir gehen trotzdem mal hin. Eine Absperrung wurde hier aufgestellt, um den Weg zu blockieren. Tatsächlich. Ja, normalerweise sind Absperrungen dafür ganz gut. Was ist das, eine Tür? Die Tür geht nicht auf. Sie scheint von einer Seite versperrt zu sein. Wie ich es hasse, wenn immer alles versperrt ist. Gut, dann gehen wir einfach hier weiter. Hier gehen wir nicht weiter. Ja, dann habe ich keine Ahnung mehr. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, wohin. Die war doch zu. Das war doch die hart verriegelte. Die Tür ist hart zu. Ach, hart zu ist sie. Okay. Und das mit den begrenzten Speicherungen macht mir so ein bisschen Angst. Weil ich kann das doch nicht alles hier am Stück spielen. Ach nee, da hinten war ja auch versperrt. Gut. Ja, dann muss ich jetzt irgendwie hier weiterkommen. Oh, mein Gamepad vibriert. Oh. Oh, ich sitze auch gerade ganz komisch. Wenn jetzt was kommt, dann. Oh, hier, dieser Baum. Ich denke mal, der Baum ist ein Gegner. Verdammt. Warum hat mein Gamepad denn vibriert? Wenn hier doch gar nichts war. Ja, hier komme ich doch nicht hoch. Hier ist doch der Weg versperrt. Ach, dann weiß ich auch nicht. Du bist tot? Hier war nichts, oder? Tschüss mit dem Segelmerkur. Ja, pf, kein Plan. Ich weiß es nicht. Dann müsste ich doch jetzt gleich mal auf die Karte gucken. Oder ist hier jetzt irgendwas? Hat sich irgendwas geändert? Nö, der ist immer noch tot. Da ist immer noch der Stein. Ach, das war der Hungergeist.
Sehr unübersichtlich. Maulbeerbaum, das ist da, wo man speichern kann, das weiß ich noch. So viel Orientierung habe ich dann noch. Was wollte ich machen? Ich wollte auf die Karte gucken. Gut, Maulbeerbaum da unten ist versperrt. Da geht's zum Schrein. Warum ist denn da eine... Ist das eine 6? Boah, man sieht das hier so schlecht. Ist das eine 06, oder? Warum eine 6? Das verstehe ich nicht. Und vor allem, wie komme ich da hin? Aha, da ist doch... Das X heißt doch, der Weg ist versperrt, oder nicht? Ja, klar. Ja, also... Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hierher. In der Hoffnung, dass ich irgendwo was finde. An der Quelle vielleicht. Vielleicht steht da jetzt ein Boot und wir können da hinten rüber. Nein, die Spur endet immer noch am Wasser. Was war das denn? Das ist ja lustig. Ah nee, doch nicht. Schon gut, ich hab gedacht, die Lampe geht aus. Aber das stimmt nicht. Kommt dann nur so ein komischer Rand. Ach, ist auch egal. So, ich glaube, hier hinten war ich noch nicht. Ja, kein Wunder, denn da ist auch nichts. Oh, oh, mein Gamepad hat vibriert. Ich dachte, es wäre was im Wasser, aber es war nur eine Spiegelung. Oh Gott, ey. Aber mein Gamepad hat vibriert. Warum? Warum vibriert das? Und es vibriert immer noch. Hier war doch noch auch irgendwas im Teich. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Oh, es vibriert ganz doll gerade. Ah, hier war ich ja auch noch gar nicht. Hier fällt nicht schon wieder eine Leiche runter, oder? Nein. Stimmt, hier war ich auch noch gar nicht. Hier wollte ich ja nicht her. Da, da ist was. Ah, wir kommen der Sache näher. Da liegt eine Karte, verschmiert mit Blut. Zauberspruchkarte Hibari. 9 kleine Feuer. Pfeile. Gut, hier könnte ich wieder speichern, aber. Ich will doch gar nicht wegen den Schiffchen. Was ist das? Ein Luftzug kommt aus dem Schrein. Könnte eine Öffnung darin sein? Guck doch mal nach. Mehrere Holzscheiben sind entfernt worden. Holzbretter und Nageln können die Öffnung verschließen. Gerät benutzen, ja. Schreinrätsel. Wenn die 3 verschiedenen Holzbretter und die 3 Nageln in den richtigen Ort eingefügt wurden, öffnet sich das Schreintor. Einfügen? Holzbretter und Nageln können Öffnungen verschließen. Wohin passt das Seidenraupenbrett? Ja, das weiß ich doch nicht. Wo soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Dahin? Es sind nicht genug Holzbretter. Ein Nagel und ein Holzbrett erhalten. Gut, heißt, wir brauchen 2 Holzbretter und 2 Na... Oh. Hallo. Und 2 Nageln. Das heißt jetzt nicht mehr Nägel, das heißt jetzt Nageln. Aber das mit dem Teich irritiert mich trotzdem noch. Es war doch angeblich irgendwas im Teich. Und warum springt dieses kleine Äffchen hier so doof rum? Ich habe den doch vorhin schon getötet, oder nicht? Ja, komm, pack dein Feuerdingens aus. So ist gut. Oh, Mensch. So, sieht man auch besser. Ich weiß nicht, ob das mit dem Gegnerdesign jetzt so bleibt. Stichst du nochmal zu? Ich weiß nicht, ob der schon tot ist. Gut. Ich weiß nicht, ob das so bleibt und das, ob das jetzt immer die gleichen Gegner sind. Schiffchen. Ja, Leute. Ist ja nett, aber ich möchte hier rein. Da war doch dieses Venus-Siegel.
Es fängt so super gut an, denn ich weiß nicht wohin. Die Vordertür ist fest versiegelt. Es muss noch irgendeinen anderen Eingang geben. Ja, aber scheinbar bin ich einfach zu doof, den zu finden. Hier hinten war doch auch nichts mehr. Da ist doch nur dieser Typ runtergefallen. Ja, okay. Finde ich jetzt ziemlich uncool, aber... Oder kann ich mir da den See angucken? Weil da doch irgendwas sein muss. Hier vielleicht? Nein? Nein? Gut, ich weiß es auch nicht. Gehen wir einfach mal wieder zurück.